Servus, grüßt euch miteinander. Heute ein kurzes Video zur CTI-Raupe. Da ist ein Späßel von mir der Antrieb verreckt. Und der CTI wollte einen Haufen Geld für die Zahnradeln. Dann hat er sich von Ferroma welche besorgt. Und die werden wir jetzt aufbohren und nachher in die Raupen einbauen. So schaut die Schose da drin aus. Da sind nämlich die Zahnradpaare, die sind verschlissen. Da müssen wir uns jetzt noch auf der Drehmaschine gleich die anderen Zahnräder, die wo wir da gekauft haben, dafür innen drin aufbohren. Das hat jetzt ein 6er Loch, das muss nachher ein 8er Loch haben, dass das auf die Welle aufgeht. Zunächst baue ich aber jetzt eine Seite mal aus. Die Ketten habe ich jetzt schon aber gemacht auf einer Seite. Die Raupen, die ist auch verbreitert. Weil die hat nämlich breitere Ketten um als wir original von CTI. Jetzt müssen wir mal schauen, was man da zwingen muss. Da der Außen. Da der Außen, das habe ich schon mal locker gemacht in den Turas. Da kommt dann so eine Distanzhülse. Dann ist da so ein Drehteil. Das Kunststoff, da wo die Lager drin sind, das müssen wir wegschrauben. Natürlich stehe ich wieder im Handstand auf dem Kopf da für euch, dass ich die Schrauben rausbringe und ihr irgendwas seht. Deshalb bin ich wieder der absolute Bewegungslegastheniker gerade. Dann kann man die Hülse, die Halterung, da wo die Lager drin sind, kann man rausziehen. Das ist aus Kunststoff, das hätte man eigentlich auch aus Aluminium oder Stahl machen können. Und dann bringt man die Wellen da raus, da ist dann auch nochmal eine Distanzhülse drüber, dass das Zahnrad nach außen nicht wegwandern kann. Und ich glaube aber, das Problem ist, dass einfach das innere Zahnrad, das wo da am Motor dran ist, genau, da ist keine Hülse nicht. Jetzt kann das Zahnrad, wenn das so beieinander ist, kann das Zahnrad nach hinten wegwandern. Und dann vergrößert sich der Spalt zwischen die Zahnräder und dann verschleißt es natürlich. Da werden wir nachher auch noch eine Buchse machen, die wo dazwischen kommt, zwischen Getriebe und dem Zahnrad. Und dann sind die beide fixiert zueinander und dann kann da normalerweise nichts mehr passieren. Grundsätzlich baut man so einen 90 Grad Winkelantrieb niemals in ein Fahrzeug ein, da wo das Hauptgeschäft das Fahren ist. Das kann man bei einem Bagger machen, der wo sich mal wo bewegt wohin, aber da ist halt das Geschäft von der Raupe ist halt das Fahren. Da macht man keinen 90 Grad Winkel nicht rein in einen Antrieb. Tut man nicht, das kann man bei einem Auto, bei einer Hinterachse machen, wo das alles massivst gebaut ist, aber da ist nichts massiv gebaut. Das ist zwar aus Stahl, aber halt trotzdem windig und naja. Ich darf zwei Motoren noch einbauen, ich werde es auch meinen Spätzl noch sagen, dass man vielleicht zwei so Getriebemotoren wie in meiner Raupen einbaut, dann funktioniert das auch besser. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Schrauben da aufbringen. Man sieht, dass da Loctite drauf ist. Ich glaube fast. Nein, die bringe ich nicht auf. Da müssen wir in den Schraubstock gehen und müssen wir die schnell warm machen. Das Ganze machen wir jetzt mit einem Gasbrenner warm und dann bringen wir auch die eingelebte Schraube raus. Das soll ja theoretisch schon reichen, dass wir den Loctite wärmen und verbrennen und dann geht es eh schon auf. Seht ihr, da fällt auch da der Loctite, die alte fällt raus, dann bringen wir das Zahnrad runter. Ich habe jetzt mal da hinten den ganzen Arsch gezlickt, weil wir mehren ja jetzt zwischen dem Zahnrad, das wo da auf die Wellen von dem Motor draufkommt, und dem Getriebe Hülse dazwischen reinmachen, dass das Zahnrad nach hinten nicht mehr wegrutschen kann, weil das Zahnrad wird ja bloß mit der Matenschraube geklemmt, das wo für mich sowieso von Haus aus eigentlich nicht ausreichend ist, um da eine passende Verbindung herzustellen. Aber wir dann jetzt eine Hülse reinmachen, dann kann sich auf jeden Fall das Spiel von den Zahnrädern schon immer verändern und dann wird das schon ein bisschen besser. Was halt nachher noch sein kann, dass die Matenschraube auf der Welle durchgeht. Wir werden zwar schon die Matenschraube mit einem Loctite einkleben, aber die Matenschraube, die arbeitet sich auch mit der Zeit in die Welle ein. Ich habe nämlich vorher auch schon die zwei Motoren ausgebaut und habe die Wellen beide nachgefeilt, weil die waren schon recht, der werkelt nach links und rechts, weil halt einfach die Madenschraube sind mit der Zeit verformt, durchs Fahren, durchs Vorwärts, Rückwärts, und dann wird das locker und dann arbeitet sich die Madenschraube in die Welle ein.
Das ist dann das Zahnradl, das müssen wir jetzt aufbauen. Das hat innen eine 6er Bohrung. Wir brauchen aber eine 8er Bohrung für die 8er Welle. Und dass wir das Zahnradl jetzt absolut genau wieder ins Backen von der Eisspanner können, stecken wir da die 6H7er Reiballe in das Zahnrad rein. Die geht ganz streng rein. Spannen das im Reitstock ein, im Dreibackenfutter vom Reitstock. Und dann tun wir mit dem Reitstock das Zahnradl da in das Futter rein manövrieren, dann auch den Reitstock festspannen, kurbeln das rein, bis halt so ungefähr kurz vor die Zähne ist. Und dann ziehen wir das an, dann ist das Zahnrad am genauesten, wie wir das jetzt zusammenbringen, in den Dreibackenfutter gespannt. Das Problem ist nämlich, dass die Zahnräder hinten keinen Bund nicht haben, sondern du ist auch hinten das Zahnrad, das ist schräg. Jetzt können wir es nämlich im Backenfutter nicht anstehen lassen. Somit haben wir keine Fläche nicht, dass das plan wird. Deshalb tun wir das jetzt so spannen mit der Methode. Dann müssen wir zunächst das Zahnrad vorbohren mit einem 7-8er Bohrer und dann tun wir es mit einer 8-7er Reiballe aufbohren. Und schon haben wir eine perfekt geometrische und maßisch passende Bohrung in dem Zahnrad. Weil wenn jetzt die Bohrung nicht zentrisch war, dann daten sie die Zahnräder in kürzester Zeit selber wieder kaputt machen. Als nächstes müssen wir jetzt das Zahnrad noch die Madenschraube aufbohren. Da ist nämlich da bloß ein M4 drin und in dem, das wo wir ausgebaut haben, ist eine M5 Madenschraube drin. Und da müssen wir jetzt das aufbohren, ein 4,2 Kernlochdurchmesser und dann werden wir da noch ein 5er Gewinden reinschneiden in alle vier Winkelgetriebe Zahnräder. Die erste Seite habe ich dann schon wieder zusammengebaut. Die Distanzhülsen, die schaut so aus, da habe ich vorne einen Bund angemacht, dass halt der innere Ring auf dem Innenring vom Lager sich abstützt und nicht irgendwo anders, sonst haben wir dann nachher wieder irgendein Problem, dass sich das da drin frisst. Und dann kommt eigentlich bloß das Zahnradl da drauf und die Abstandshülsen halten uns den Abstand, dass halt jetzt das Zahnradl nicht mehr dahinter rutschen kann. Dann kann man jetzt die zweite Seite auch schon zusammenbauen. Das ist genauso wie auf der anderen Seite. Da innen ist ein Lager, wo sich die Wellen abstützt. Geht das da rein, dann kommt die Distanzhülsen drauf. Dann das Zahnrad. Da wo wir den Innendurchmesser aufgebaut haben. Und auch die Madenschraube aufgebohrt haben. Das Ganze tun wir dann mit einem blauen Loctite einkleben. Das ist die Nummer 243, die nehme ich für so Sachen her. Gibt es von anderen Herstellern auch so Schrauben, Sicherungslacke. Ich nehme schon von Loctite her. Und da muss man da eigentlich auch gar nicht groß irgendwie da jetzt auf die Spule aufpassen, weil die Spule, das ergibt sich selber, wenn wir jetzt noch den äußeren Lagersitz da festschrauben. Dann stellt sich die Spule selber ein, weil wir haben ja jetzt in jede Richtung eine Hülse, die wo das Zahnrad daran hindert, dass in die Richtung sich bewegt und das andere Zahnrad in die andere Richtung. Kommt da die Hülse wieder drüber. Das ist der Abstandshalter für den. Für den Zuras. Das haben wir jetzt gehört, weil mit dem Mikrofon hörst du nämlich alles. Jetzt
So, dann hätten wir das Ganze jetzt wieder zusammengebaut, das Getriebe. Wenn man jetzt da innen reinschaut und wenn man sich die Spül von den zwei Zahnrädern anschaut, wenn ich da außen minimal drehe, wir haben wirklich nur ein minimales Spül zwischen den Zahnrädern. Genauso soll das sein. Und die Zahnräder können jetzt nicht mehr abhauen, die müssen in der Position verweilen, wo sie sind. Egal, selbst wenn jetzt mal eine Madenschraube locker wird, dann dreht halt einfach die Welle im Zahnrad leer durch, aber das Getriebe selber zerstört sich nicht mehr. Dann haben wir jetzt den Rest von der Raupe wieder zusammenbauen und dann natürlich die schon ein bisschen herrichten. Also, ich sage wieder vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, dass ihr einen Daumen nach oben gibt und den Kanal abonniert. Ciao!